A pirate is essentially somebody that stands for the right to civil liberties, that demands the same fundamental rights on the net as has existed off the net for centuries. Our mothers and fathers fought, bled, and sometimes died for the right to privacy against the government, for the right to send a letter in the mail without being tracked, for the postal service to not be held accountable for what we are sending to one another so that they don't have to fear carrying a letter. Privacy is not only important for the individual, but it's also a precondition for a free and open society. If you don't have a secret, you don't have a life. We stand for the right for individuals to hold their elected leaders accountable. That requires transparency of government. Par rapport à leur mode de fonctionnement, par rapport aux décisions, le mode d'opération des décisions, par rapport à la publication des documents, etc. If you can't hold your leaders accountable for what they do, you can't make an informed decision at the next election. Who's got information, got the power. And even the governments keep the information in secret for themselves, because then they can rule that. And that's why we support it, the WikiLeaks as it is, not about what information is presented there, but it's more of the freedom of the speech. We stand for the right to share culture and knowledge. Good ideas have always been copied. We copy from one another. We copy experiences, behavior, language, culture, knowledge. It's what makes us human. It's what makes us a civilization. La politique numérique, c'est qu'est-ce que tu fais avec la technologie? Parce que la technologie, en soi, elle n'est pas bonne ou mauvaise, c'est ce qu'on en fait, qui peut être bon ou mauvais. Avoir une ligne directrice, dire ben, avec Internet, on veut plutôt être libertaire ou libéral, ou on veut plutôt être dans la censure ou dans le contrôle. Donc ça, c'est une ligne directrice qu'un parti peut définir. Est-ce qu'on va plutôt être... avec un Internet plus libre, ou est-ce qu'on va plutôt être avec un Internet plus contrôlé, plus restrictif, plus censuré? Ces lignes directrices-là, qu'elles soient dans notre sens ou à l'opposé, les autres partis doivent les définir. Jetzt ist es so, dass die anderen Parteien sich natürlich sehen, dass es was mit dem Internet zu tun hat. Und auch sehen, dass die Menschen sich gerne im Internet beteiligen, zusammenschließen. Wir denken an den arabischen Frühling, wir denken an die Occupy-Bewegung, wir denken an Aktivistenorganisationen wie Telecomix. Aber das nicht verstehen. Sie übersetzen dieses Engagement, dieser gesellschaftsumwälzende Generationenkonflikt, der sich dort aufbaut, übersetzen sie in klassische Politikmodelle, nämlich Datenschutz, Urheberrecht, Netzpolitik. Und beschäftigen sich dann auch mit Netzpolitik. Die Piratenpartei bleibt dort nicht stehen, die geht weiter. Die entwickelt diesen Gesamtgedanken weiter, wie wir das jetzt gerade hatten. Sie entwickelt den weiter zu öffentlicher, gemeinschaftlich finanzierter Infrastruktur. Sie möchte so etwas wie das Internet auch für den öffentlichen Personennahverkehr haben. Sie möchte sowas wie das Internet auch für das öffentliche Stromnetz haben. Gemeinschaftlich finanzierte, nicht Non-Profit organisierte Zugänge zu allem, was jedem zugute kommt, zur öffentlichen Infrastruktur. Das ist für uns das Internet. Es ist ein Einkommen, was jedem gewährt wird, weil er ein Mensch ist. Wir haben in unserer Gesellschaft einen Stand erreicht, wo durch die Arbeitskraft von Maschinen genügend Produktionsleistung erbracht werden kann, um alle zu versorgen. Das ist erstmal gut, das bringt aber ein Problem, ein großes Problem mit sich. In einer Gesellschaft, in der sich Wohlstand über das Erbringen von Lohnarbeit, von Arbeit für Geld definiert, können nicht mehr alle mit Wohlstand versorgt werden. Denn der Hauptteil der Arbeit, der absolute Hauptteil der Arbeit, wird von Maschinen, die wesentlich billiger sind und auch keinen Lohnkosten, erbracht. Maschinen zahlen nichts in die Sozialsysteme ein, das heißt auch das verringerte Arbeitsplatzangebot an der Stelle kann nicht kompensiert werden durch mehr Produktionsleistung, durch Abgaben in die Sozialsysteme. Und damit kämpfen so ziemlich alle Industriestaaten, die wir kennen. Damit kämpft natürlich auch Deutschland.
Und unser Weg ist, und der Weg des BGE ist, zu sagen, wir definieren Wohlstand nicht mehr über Arbeit, sondern wir definieren Wohlstand auf Grundlage einer neutralen Plattform, die jedem Einkommen generiert, die jedem Einkommen zuspricht, weil er da ist, weil die Gesellschaft genügend produziert. Darüber hinaus gibt es weiterhin Arbeit, darüber hinaus gibt es weiterhin die Möglichkeit, sich Wohlstand zu erarbeiten, aber ohne die Angst, ohne die Angst um seine Existenz fürchten zu müssen, ohne die Angst, seine Wohnung verlieren zu müssen, mit der Freiheit, das zu arbeiten, was man am liebsten macht, dort zu arbeiten, wo man am produktivsten ist für die Gesellschaft.